Hallo und herzlich willkommen zurück zu Vaporum. Ich bin Mr. Kata 4, let's play in das Kaninchen. Und jetzt gucken wir mal, wie es weitergeht. Wir brauchen unbedingt noch die nächsten Level-Ups. Weit ist es ja nicht mehr. Ach ja, ich wollte die Karte eröffnen. Da sind wir gerade. Da. In der zweiten Ebene. Und wir haben nicht genügend Gadget-Slots. Wir müssen auch noch zwei Level warten, glaube ich sogar. Es gab ja die Idee, also es wurde ja auch gesagt, dass ich lieber sparen soll. Und das mache ich auch, dass ich lieber spare und dann hier mich erstmal konzentriere. Na gut, wo muss ich lang? Hier hoch. Okay. Da boilt es. Da boilt das Wasser in den Rohren. Laufe ich richtig? Ja. Habe ich eigentlich irgendein Item bekommen? Ich habe einen Schlüssel. Ich habe einen Schlüssel. Ist schon wieder ein bisschen her, dass ich gespielt hatte. Ich versuche ja immer nur so zwei, drei Folgen zu machen. Wie gesagt, damit ich auf euch reagieren kann. Hatten wir die Kiste schon geguckt? Bestimmt, ne? Ja, hatten wir. Und Sesam, öffne dich! Oh Gott, jetzt habe ich wieder ein bisschen Schiss. Wir haben auch nicht mehr so viele Reparaturkits. Naja, das war gleich. Ich wollte nur nochmal drauf drücken. Es ist nicht mehr so viel. Das wird wieder ein Rätsel sein, aber das sieht relativ leicht aus. Ich muss einfach Dinge drauflegen auf die Felder. Wir haben zum Glück ja Steine. So. Ich stelle mich gleich mal so hin, dass ich sehe, was da passiert. Nichts. Okay. Warte mal, ist da gerade ein... Nee, das ist nur eine Pfütze. Wo ist denn eine Tür? Nix. Oh Gott. Ja, war mir klar. Problem ist, ich habe leider die falsche Waffe an. Och nö. Nö, 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 nö. Jetzt habe ich mir noch einen Gegner dazu geholt oder was? Oh, scheiße. Nee, das war ja ganz blöd. Oh Gott. Ach scheiße. Oh, lauf, lauf, lauf. Oh, Kacke. Völlig falsche Waffe. Och Gott. Jedes Feld, was ich hier betrete. Spawnt einen neuen Gegner. Noch ein Käfer, der hier Gift spuckt. Okay. So, warte, der ist weg. Der muss mal langsam weg hier. Scheiße. Scheiße. Ich stehe kacke. Ich bin eingesperrt. Ich kann mich nicht heilen. Oh, kacke. Was ist das? Haben wir es echt geschafft? Uiuiuiui. Das war aber mehr als knapp gerade. Habe ich mich richtig schön einkesseln lassen. Es sind, glaube ich, einfach immer noch mehr mechanische Gegner als Robotergegner. Wir können eigentlich wirklich mehr als genug mit Fernkampf erstmal arbeiten. Da haben wir genügend Schuss. Und wir müssen leider... Wie weit bin ich noch vom nächsten Level entfernt? Ach Gott, noch ganz schön weit. Wir müssen noch ein Health Pack verwenden. Wir brauchen unbedingt diese Fähigkeit, dass wir uns von getöteten Gegnern heilen können. Ich traue mich schon gar nicht mehr, irgendwo drauf zu gehen. Okay. War schon ausgelöst. Hier ist... Ach gut. Wieder ein Medpack. Oder ein Reparaturkit. Uiuiuiui.
kann halt auch nicht so schnell plötzlich die Waffen einfach wechseln. Müsste man vermutlich machen. Och, nö. War klar, dass jetzt da noch wieder ein organisches Vieh kommt. Na, komm her. Hä? Hä? Mach doch mal. Wieso kann ich mich nicht bewegen? Hä, was war das denn gerade? War ich gestunt? Gibt's Stunts? Need to watch my step here. This whole place is rigged with traps. Ja, gut. Gut, dass du sagst. Wäre mir nicht aufgefallen, dass sie überall Fallen sind. Oh Gott. Alter. Okay, jetzt geht's. Warte mal, ganz kurz. Haben wir hier denn alles schon abgesucht? Hier waren wir. Es sieht so aus, als wäre hier irgendwas. Ich sehe nichts. Ich sehe keinen herausstechenden Stein oder irgendwie sowas, wo man draufdrücken könnte. Auch immer noch so viel. 100 Erfahrungspunkte brauche ich noch fürs nächste Level Up. Warum? Warte, da ist ein Knopf. Das war ja ein leichtes Secret. Energy Cell und eine Tinkerer Harness. Increase the strength of all in. Repair Power. Ja, aber hallo, gib. Wir sollten auf jeden Fall das hier, glaube ich, mit dazu nehmen. Aber ich brauche einen dritten Slot. Weiß nicht, was ich nehme. Das ist gut gegen Organische, das ist gut gegen Mechanische. Jetzt bräuchte ich aber auch noch das, um dann entsprechend... Wobei, pass auf, ich tausche das aus. Das, wir nehmen kein Feuer. Wir versuchen das erstmal ohne Feuer. Lieber Schild und ein bisschen Blitz. Ich finde das Geräusch auch, dieses ständige Hintergrunddröhnen. Man hört auch das Herzpuckern nicht mehr. Das sieht auch schon wieder aus wie eine Arena. War klar! Weißt du, die billigen, nicht mehr die kriege ich mehr vernünftig tot, ohne Schaden zu kriegen. Ah, das wurmt mich. Bin schon wieder noch bei 100 Lebenspunkten. Was? Lift Gearbox. Ein Stein? Nö. Eine Rüstung. Eine Brechstange. Mit Brechstangen funktioniert alles. The handle's missing. Maybe I can find a replacement for it. Wie wäre es mit einer Brechstange? The handle's missing. Maybe I can find a replacement for it. Handschuh. The handle's missing. Maybe I can find a replacement for it. Ein Mace. Wo ist er denn? The handle's missing. Maybe I can find a replacement for it. Alles keine Replacement für ein Handle. Die Tür wird hier mit aufgehen. Die Tür wird hiermit aufgehen. Machen wir es mit dir auf. Nix. Niemand? Okay. Ich höre nix. Hört ihr was? Nina? Och nö! Och nö! Och nö! War klar. Solange es nur einer ist, ist es... War klar, war klar.
Manno, und ich habe nicht... Oh, weißt du, wann ich das letzte Mal gespeichert habe? Oh, nö, ich muss mehr speichern. Weißt du, wo das war? Guck dir das an, das war am Anfang der Folge. Oh, Kacke. Na gut, jetzt wissen wir aber mehr, was auf uns zukommt. Ach, die ganze Folge umsonst. Das ist so ärgerlich. Die ganze Runde umsonst. Da müsst ihr durch. Da müsst ihr mitleiden jetzt, ist er? Ganz einfach. Mit ihr hangen, mit ihr fangen. Aber jetzt sind wir ja besser vorbereitet. Wir wissen, was passiert. Wir können genau vorhersagen, wo, wie, wann, welche Gegner sind. Das war alles gewollt. Das war alles gewollt. So, wenn ich jetzt hier, dann kommt der Gegner, genau. Nein. War klar. Gleich am Anfang erstmal verkackt. So, der ist weg. Der ist weg. Na komm. Na komm. Da kommt jetzt noch der Käfer. Das war daneben. Müssen wir noch den Käfer ausschalten, der hier mit Gift rumspuckt. Kleine Ratte. Hehe, so nicht. Vorsichtig, vorsichtig, ja nicht. Irgendwie was anbrennen lassen. Hält aber auch was aus, ne? Gut, wir haben auch jetzt die... Da ist er tot. Die falsche Waffe dafür. Aber es sind halt einfach deutlich mehr mechanische Einheiten hier gerade noch unterwegs als organisch. Es kommt auch wieder mechanischer, ne? Gut. Hier war nichts mehr. Falsch. Stirb doch. Meine Fräse, du Kackkiefer. Gonna need to watch my step here. This whole place is rigged with traps. Warte, ich speichere mal zwischendurch. Jetzt, nachdem wir das geschafft haben, ich sollte es echt mehr machen. Ich sollte mehr zwischenspeichern. Ich bin ja immer kein großer Freund von diesem ganzen Perma. Also eigentlich bin ich ein großer Freund davon. Ich liebe es, zwischenzuspeichern. Ich könnte permanent zwischenspeichern. Aber das ist ja immer dann so... immer blöd währenddessen, finde ich dann auch wiederum. Also wenn ich so alleine spiele, ist das kein Ding. Aber wenn ich das so währenddessen mache, dann... bin ich ja nur noch am Speichern. Wenn ich meinem natürlichen Drang des Speicherns nachgebe. Was war jetzt? Was kam jetzt? Jetzt kam dieser Raum hier. Hier hinter war... dann gleich der Käfer. Da drinnen. Ja, war klar. Nee. 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 So. Guck mal einer, schau. So schnell ist der wieder Ruhe eingekehrt. Das war das. Gut, jetzt sind wir wieder genau da, wo wir eben... Wir gehen eine andere Tür. Die Tür finde ich doof. Wir gehen die Tür. Wir gehen jetzt mal die Tür. Ein bisschen was anderes. Hallo? Ist hier jemand?
ist niemand? Genau. Miep. So, eingesperrt oder ausgesperrt oder wie auch immer gesperrt. Ist nix? Ist doch schon wieder eine Arena. Na, los geht's. Nicht? Nix? Hab ich gedacht. Ist ja nix. Wieso ist hier nix? Ich guck erstmal gerade nach den Gegnern. Ich guck mich jetzt noch nicht so sehr um. Nach Tasten und Knöpfen und Schaltern. Hier muss ich durch. Hä? So, hier ist also kein Gegner. Finde ich pauschal gut. Nur mal gucken, dass wir hier irgendwo Knöpfe entdecken. Hier kommen wir nicht mehr wieder zurück. Wenn ich was übersehe, einfach schreiben, kennt er ja. Es gab ja in Legend of Grimrock, gab es ja noch diese Geheimnisse, wo man mit Fackeln arbeiten musste. Da musste eine bestimmte Menge an Fackeln überall... Warte mal, kann ich... Nee, kann ich nicht. Dass man irgendwo dann bestimmte Räume komplett dunkel machen musste oder komplett erhellen musste. Sowas gab es da ja. Ich weiß nicht, ob das hier geht, weil das ja alles elektronisch ist. Und nicht mit Fackeln, sondern über Strom, pauschalisiere ich mal. Oh, die sieht komisch aus. Nee, sie ist nicht komisch aus. Hä? Bin ich jetzt hier eingesperrt? Was, ein Fehler? Muss ich neu laden? Ich habe gespeichert. Oh, Kacke. Muss ich hier was reinwerfen? Warte mal. Kann ich? Warte mal. Oh, ich bin so doof. Da ist ein Schalter. Meine Fresse. Oh, Kacke. Zwei davon. Blitz und Gift. Ach nö, drei. Nee, da will ich gar nicht hin. Ich wollte hier durch. Nein! Shit. Shit! Meine Fresse! Fall um! Meine Fresse! Nee! Kacke. Ich mal gerade noch kurz heilen. Ich brauche mal wieder noch einen. So. Shit. Das ist mal einen eigentlich, müsste ich ausschalten und nicht gleich beide angreifen. So, sehr gut. Der ist weg. Keine Energie. Scheiße. Den Blitz. Ach, der ist immun gegen Blitz. Ich Vollidiot. Der kann ja selbst Blitze erzeugen. Holla, die Waldfee. So. Ruhe hier. Und was haben wir? Wir haben... da ist das Gear. Und eine weitere Tonaufnahme. I've always felt it, or rather, the lack of it, my purpose in life. I always knew there was something out there for me to do, to follow, to carry out. I just didn't know what it was until today. I think I
just found it. Fermium is so intriguing. It drives me crazy, in a good way. I'm coming up with ideas on how to use it every day, and the substance never ceases to amaze me on how flexible it is. We already have a working fuel prototype, which outdoes even the most modern diesel solutions. At this early stage, is there any limit on what we can do with this? Marcus has taken notice of my constant overtime. I admit, he's right, I should spend more time with him. And being pregnant, I should definitely take more time to rest. But I just can't help myself. I'm thinking about the research all day long. Da ist jemand, eine sehr, sehr enthusiastische Wissenschaftlerin. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn sie schwanger ist und dann auch noch hier mit diesem komischen Zeug hantiert. Uha. Na gut, aber für diese Folge soll es erstmal reichen. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Warte noch ganz kurz, das, so. Tschüss. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Abonnentchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke!